Hey ihr Lieben, grüßt euch zu einem neuen, besonderen Video. In diesem Video möchte ich euch gerne zwei Menschen vorstellen, Sabine und Micha von Hörmann unterwegs. Das sind zwei Vorbilder und Idole von mir. Ja, ich habe auch Idole, natürlich. Die haben nämlich auch schon ganz lange einen YouTube-Kanal und vor allen Dingen, die leben schon ganz lange in Autos. Und auch da habe ich schon lange immer mal wieder reingeschaut früher, was auch total klasse ist. Die bauen ihre Autos selber aus. Die haben jetzt Hörmann 3 fertig in anderthalb Jahren Bauzeit. Und man kann einfach super viel lernen durch die. Die haben sich das auch alles selbst beigebracht, aber die dokumentieren das richtig klasse auf ihrem YouTube-Kanal und auf ihrem Blog. Infos dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Ja, und auf dem Caravan-Salon war ich ja zusammen mit dem Kai unterwegs und da haben wir die beiden getroffen. Und die waren auch bereit, uns ein Interview zu geben und das ganze Auto jetzt mal zu zeigen, wie es denn jetzt hier fertig aussieht. Ja, und dann saßen wir plötzlich bei denen im Auto und wir hatten einfach nur total schönes, ein ganz tolles Gespräch. Wir waren total begeistert von ihrer Geschichte und auch natürlich von dem Auto. Und genau diese Geschichte hört ihr jetzt hier im Video und natürlich zeigen wir euch auch das Auto in allen Details. Viel Spaß! Ich bin Sabine. Ich bin Michael. Und zusammen machen wir sowas, das heißt Hörmann unterwegs und wir befinden uns in unserem Hörmann. Genau, was gleichzeitig auch unser Zuhause ist. Seit viereinhalb Jahren in Fahrzeugen. Das ist jetzt das dritte Fahrzeug. Es ist außen relativ groß. Ne? Also man denkt irgendwie, wenn man außen steht, so, also es ist ein LKW. Wenn man außen denkt, so oh, massig Platz, aber drin ist es dann halt doch eigentlich wie ein normales Wohnmobil. Ja, wir brauchten halt nur die Zuladung von einem LKW im Prinzip, weil wir halt komplett eingezogen sind und wir die Zuladung brauchen. Wir müssen wirklich alles, was wir besitzen, hier drin verstauen. Wir haben ansonsten keine Lagerräume oder irgendwo noch ein Zimmer oder sowas, wo wir Sachen unterbringen können. Deswegen brauchten wir halt einen LKW, der das alles irgendwie schafft zu transportieren. Ja. Aber das war jetzt gelogen. Wir haben noch einen kleinen Schuhkarton bei meinen Eltern stehen. mit Erinnerungen an die Hochzeit und so. Aber das muss nicht mit um den Globus. Nee, das ist dann auch zu wertvoll, um es irgendwie in einem Fahrzeug zu lassen, was dann doch. Ja, das stimmt. Kann auch mal wegkommen. Ja, also der Weg dahin war eigentlich, dass wir kleiner geworden sind. Weil der Gedanke war nämlich erst da, okay, wir hatten nie eine große Wohnung, 52 Quadratmeter in Köln. Ne? Und dachten, okay, also um jetzt auf der Straße zu leben, muss man jetzt diese 52 Quadratmeter auf die Straße bringen. Ne? Dann haben wir uns zuerst einen Doppeldeckerbus angeguckt. Ja, ja. Wir wollten echt einen Reisebus haben. Ja, dann halt so einen normalen Reisebus. Total super, so ein Teil, weil du kannst auch einfach bei IKEA einkaufen und hast den Ausbau fertig. Zuladung auch kein Problem. Zuladung kein Problem, ja. Nee. 18 Tonnen, oh ja, ich fühle mich leicht. Aber dann war halt so die Frage, wo wollen wir damit überhaupt hin? Mhm. Und da muss man auch mal offen sagen, wir mögen die Einsamkeit. Also wir mögen es halt, wenn man an Orten ist, wo nicht so viele Menschen sind. Ne? Ja. Nichts gegen andere Menschen, aber. Wir sind keine Menschenfeinde, aber es ist schon schön, wenn du so 3 Tage fährst und siehst niemanden. Ja. Das hat schon was. Ja. Kein Dorf, kein gar nichts und bist dann mal so 2 Wochen abseits einfach und klingst dich komplett aus. Und das ermöglicht dir halt. Ja, also da scheiden sich die Geister natürlich, es geht auch vieles ohne Allrad, aber mit Allrad geht es leichter. Und ja, dann. Kam halt irgendwie. Das ist auch was fürs Spielkind, muss man sagen. Ne? Ah, also, ja. Du fährst dann halt so in der Wüste nicht nur so über die kleinen dünnen Ausläufer, sondern wenn man halt ein Spielkind ist, so wie mein Mann, sage ich jetzt mal, dann will man halt auch über die großen Dünen fahren. Und deswegen haben wir jetzt, sind wir schlussendlich bei so einem Allrad-LKW gelandet. Ja. Was waren so bisher eure größten Touren oder wo du sagst, so, wow, ja, da, das war wirklich richtig geil? Ja, das ist so ein bisschen schade an der ganzen Nummer. Also wir leben jetzt schon relativ lange in Fahrzeugen, aber so wirklich mal richtig unterwegs sein, also für unsere Sinne waren wir noch nicht. Ne? Mhm. Wir waren gerade mal ein halbes Jahr in Marokko, so das war so die längste Spanne. Ne?
Ja, und ansonsten haben wir sehr viel gebaut, geschraubt, neu gebaut. Jetzt waren wir für dieses Fahrzeug, haben wir 1,5 Jahre jetzt auf einem Werkstattgelände gewohnt, sozusagen in unserer Baustelle und haben gebaut. Ja. Und davor, das Fahrzeug war auch schon ein LKW, einige Generationen älter. Aus Kostengründen anfangs, wobei das am Ende nicht stimmte, weil es ist ein finanzielles Loch. Also wenn man dann so ein altes Fahrzeug hat, wie gesagt, wir waren halt nicht wirklich viel unterwegs und mussten hauptsächlich schrauben. Mhm. Und die Ersatzteile für so alte Fahrzeuge, die werden irgendwann so teuer und so rar, dass man nichts gespart hat. Oder es gibt keine und sie müssen angefertigt werden. Dann hat man nichts gespart. Ja, wird dann irgendwann blöd. Aber letzten Endes muss man das auch, also wir sehen das halt eigentlich immer recht positiv. Ne? Wir haben viel in der Zeit gelernt. Oh ja. Viele Leute kennengelernt, die wir mittlerweile unsere engsten Freunde nennen. Und ja, also eigentlich bin ich dankbar für die Zeit. Absolut. Es ist halt, wenn du in der Werkstatt anrufst und sagst, oh, wir haben das und das Problem an unserem Fahrzeug. Und die fragen, was ist es denn für ein Fahrzeug? Und die sagen, nee. Fahr bloß damit bei uns nicht auf den Hof. Ja. Oder sie lachen nur. Dann musste es halt zwangsläufig selbst reparieren. Und das haben wir halt machen müssen, immer wieder. Und schlussendlich kennst du dich recht gut aus. Und das ist am Schluss dann auch wieder ein Vorteil. Ja. Also wir haben sehr viel mitgenommen dadurch. Ja. Ja, wir kannten uns vorher gar nicht aus. Ja. Also ich bin Tierarzthelferin eigentlich. Ne? Ich komme aus der Werbung. Hatte nicht mal wie viele andere irgendwie früher einen Mofa, an dem ich geschraubt habe oder so. Mhm. Nö. Ja. Aber das funktioniert. Man muss sich einfach nur trauen. Mhm. Ja, trauen ist ein wichtiges Argument. Ja. Wenn man davor steht und sagt, ich habe zu viel Respekt davor und nee, hoffentlich mache ich nichts kaputt oder nichts verkehrt, dass es mir unterwegs dann zerbröselt oder so, das wird schwierig. Man muss wirklich so den Mut haben, da dran zu gehen. Ich meine, der hier ist ja jetzt auch neu, aber neu bedeutet 31 Jahre. Ne? Kannst du mal so einen kurzen Abriss oder könnt ihr mal so einen kurzen Abriss geben? Was habt ihr damit gemacht? Jetzt in das sah Jahren? Vorher so aus. Okay. Mhm, genau. Das war eigentlich das Original. So haben wir ihn gekauft. Also eine alte Feuerwehr. Genau. Ja. Also manche aus einer freiwilligen Feuerwehr heutzutage kennen ihn vielleicht noch. Das ist ein im Feuerwehrjargon LF16 TS. Eigentlich ein Iveco 9016. Iveco hat in den 80ern Magirus aufgekauft und wir haben so halt gerade so die Zwischennummer noch. Ne? Also deshalb steht halt auch noch vorne auf der Maske Magirus drauf. Es ist eigentlich ein Iveco. Ja, Technik aus den 80ern. Keine Elektronik. Genau, viele sagen. Richtig. Fragen halt immer so, ja, warum denn kein Mercedes? Weil bei Mercedes sagt man immer so, die Ersatzteilversorgung ist so gut. Ja, die ist so gut, weil die Ersatzteile auch relativ teuer sind. Mhm. Ne? Also relativ teuer heißt teurer als bei uns jetzt, bei den Ivecos. Mhm. Und bei den älteren Fahrzeugen auch nicht mehr wirklich so. Und am Ende war es halt auch eine Preis-Leistungs-Frage für uns. Mhm. Das war noch ein relativ günstiges Fahrzeug. Bei Mercedes hätten wir den dreifachen Preis. Ja. Das war hier wirklich auch eine Mannschaftskabine, also so Doppelkabine, wo hinten 8 Feuerwehrmenschen dann drin sitzen können. Die wurde halt abgeschnitten, so auf dieses Niveau. Das können wir gleich dann auch noch von außen mal sehen. Aus dem Grund, weil wir jetzt hier halt eine relativ große Wohnkabine drauf haben, in der wir jetzt sitzen. Das hat eine Innenlänge von 4,50 Meter. Abgeschnitten wurde der von der Firma, weil bei mir wäre es schief geworden. Absolut. Wir haben dann halt das komplette Fahrgestell restauriert, was zum Glück die Feuerwehr Offenbach schon sehr gut gepflegt hat und deshalb war da nicht eigentlich viel dran zu machen. Ne? Frisch lackieren, die Technik revidieren, Bremsen waren hinüber. Ja. Ne? Wir haben dann halt so Sachen wie eine Höherlegung und sowas gemacht, was man gerne hätte, um größere Reifen drauf zu kriegen, um dann Offroad zu fahren und so. Genau. Solche technischen Sachen haben wir gemacht und dann haben wir halt eine Kabine gebaut. Ja, genau, die Kabine ist auch selbst gebaut.
haben wir eigentlich ein halbes Jahr, bevor wir das gestartet haben, auch gesagt, machen wir nie wieder, weil das haben wir beim letzten Fahrzeug auch schon gemacht. Mhm. Und das ist ein Riesenaufwand. Mhm. Ich sage es jetzt auch nochmal und dieses Mal bleibe ich dabei. Das war die letzte Kabine, die wir gebaut haben. Ja. Das steht fest. Ja. Das sehe ich genauso. Da bin ich froh. Ja. Ja, und dann, als die Kabine fertig war, haben wir eine kurze Testtour gemacht mit dem Fahrzeug. Wir waren mal in Tunesien in den Dünen, aber leider nur irgendwie 14 Tage und haben dann mit dem Innenausbau gestartet. Die Kabine bestand aus Außenwänden und Isolierung, auch noch keine Holzwände, innen nichts. Also ja. das war echt roh. Campingausrüstung reingeschmissen und ab. Deshalb dachte man dann halt auch beim tunesischen Zoll, wir wären Drogenkuriere. Ja. Weil das Auto leer war. Ja, ja, diese ganze halt Silberfolie. Nur Silberfolie drauf gewesen. Ja. Und nur an der Decke war das Holz. Mhm. Und aus diesen Nuten kam halt noch so ein bisschen die Silberfolie raus. Mhm. Und das fanden sie dann doch ein bisschen komisch. Mhm. Mhm. Ja. Uns war es halt wichtig, weil wir die Kabine, ist ein Prototyp, mittlerweile in der Serienproduktion. Und wir wollten es halt mal wirklich gegentesten, wie es ist ohne Möbel, ohne Wände, die halt schon auch noch ein bisschen was mittragen. Mhm. Hat gehalten. Ne? Ja, wenn da Möbel reingebaut werden, dann stabilisieren die Möbel ja nochmal die Kabine in sich. Und wir wollten einfach gucken, ob sich da irgendwas verzieht oder macht, dass da irgendwas im Argen vielleicht ist, was man dann, bevor sowas tatsächlich sogar in die Serienproduktion geht, dass man das ändert. Ja. Aber haben wir Glück gehabt. Und bevor halt dann Holzwände draufkommen, hätte man nochmal reagieren können. Mhm. Weil die Holzwände sind halt jetzt flächig verklebt und da ist jetzt kein Eingreifen mehr drin. Den Grundriss, den ihr jetzt habt, der weicht schon gegenüber dem alten deutlich ab. Ne? Ja. Ihr habt ja den alten noch einmal umgebaut, ne? Umgeplant. Ja. Genau. Ja, wir haben den alten immer mehr so an unseren Lebensgewohnheiten angepasst. Mhm. Ne? So nach und nach. Und das würde ich eigentlich halt auch tatsächlich jedem ans Herz legen, der so ein Auto selber bauen will. Wenn er nicht wirklich 1000%ig weiß, wo was sein soll oder so, würde ich erstmal, bevor ich irgendwas baue, einfach mal losfahren. Ja. Und gucken. Provisorisch ausbauen, sodass man es jederzeit wieder ändern kann. Ja. Und auch nicht so ganz fest und alles so haargenau. Ja, und alles ist schon so schick. Und dann kann man es am Schluss aber nicht mehr umbauen, wenn man feststellt, dass es doch vielleicht nicht so das Optimum für einen ist. Ja. Und das hat sich für uns sehr bewährt. Aber durch die 4 Jahre drin wohnen, wussten wir jetzt schon ziemlich genau, dass wir das so haben wollen. Und so bleibt es jetzt auch. Ja, und wir wissen jetzt halt auch, welche Kompromisse für uns okay sind. Ja. Sabine wollte nie, wir haben im Eingangsbereich direkt die Dusche, um Platz zu sparen. Das wollte sie nie haben. Ich wollte schon immer so kurz wie möglich sein vom Fahrzeug. Der alte Koffer, Wohnkoffer war 1 Meter länger. Wir hatten ein Raumbad in der Mitte und das hat so ein bisschen halt eine andere Raumaufteilung gegeben. Du konntest, der eine dahinter konnte das noch. Bett, ne? Genau, ja. Genau, dahinter war das Bett. Mhm. Du hattest wirklich viel Fläche. Ich bin Frühaufsteher. Sabine arbeitet relativ lange abends. Davon schlafe ich gerne lange. Ja, ist halt ein anderer Rhythmus. Mhm. Und da konntest du eigentlich halt noch in Ruhe ausschlafen, während ich vorne halt schon ein bisschen was gearbeitet habe. Mhm. Wir hatten anfangs auch noch eine Zwischenwand, die man zumachen konnte. Und das ist halt einer der Kompromisse zum Beispiel jetzt hier. Nur, da wir bei dem ersten Fahrzeug, dadurch, dass es so lang war, schon gemerkt haben, dass manche Sachen nicht fahrbar waren oder halt nur mit Gewalt dem Fahrzeug gegenüber. Ja. Ne? Oder einer Palme, was mir sehr leid getan hat. Die Palme hat ja überlebt. Ja. Wie hat mit Beule. Also wir haben nach den 4 Jahren dann schon gemerkt, dass im hinteren Bereich des Koffers mehrere Beulen waren, weil er einfach zu lang war. Okay. Ja,
deshalb würde ich eigentlich auch jedem empfehlen, versucht mit so wenig Platz wie möglich auszukommen. Wie habt ihr geplant? Mit Schedule oder 3D oder gezeichnet? Mit Pappe. Ja, mal schauen, ne? Kann man so die Größe gut nachempfinden, sich da drin bewegen. Mhm. Genau. So ein Pappmodell. Mhm. Ja, ja. Das kam dann, als die Kabine fertig war. Wir hatten da vorher schon so eine leichte Ahnung von den Proportionen und der Größe. Haben halt, also unser kompletter Freundeskreis besteht eigentlich aus Leuten, die im Fahrzeug leben. Und deshalb kennt man halt auch schon recht viele Grundrisse. Ja. Das hat viel geholfen. Bei unserem ersten Fahrzeug haben wir es einfach so gemacht, dass wir auf dem Supermarktparkplatz sonntags mal mit Kreide losgegangen sind. Und haben das halt einfach mal 1:1 auf den Boden gepackt. Ja. Und dann kannst du dich ja auch schon so ein bisschen da drin bewegen. Ne? Ja. Und merkst, wo irgendwelche Ecken Probleme haben könnten. Ja, wie man unschwer erkennen kann, haben wir hinten das Schlafgemach. Ja, 1,40 Meter Standardmaß, normale Bettbreite haben wir da gemacht und wir wollten unbedingt ein feststehendes Bett haben, weil wenn du drin wohnst, finde ich es unpraktisch, wenn man jeden Tag irgendwas umbauen muss, damit man schlafen kann. Und wir finden es auch unpraktisch, halt so einen Grundriss zum ständig Wohnen, wenn man halt das Bett gebaut hat und kann dann vielleicht einen Teil der Sitzbank nicht nutzen oder so. Deswegen haben wir zwar hinten relativ viel Platz für Schlafen verschwendet, sag ich jetzt mal, aber zum Wohnen ist es einfach viel praktischer. Mhm. Finden wir jetzt. Ja. Es ist immer unsere persönlichen Eindruck. Ja, und so verschwendet ist der Platz eigentlich gar nicht. Ja, wenn man halt bedenkt, das Bett ist sehr hoch gesetzt. Darunter ist alles komplett Stauraum. Ja. Wir haben keinen Fahrradträger, aber zwei Fahrräder dabei. Unter dem Bett sind 300 Liter Frischwasser. Und noch 12 Staukisten, so rote. Ja. 300 Euro Liter Frischwasser, ja. Wow. Okay. Ja. Das ist halt damit, ne, weil wir lieben halt so, es in die Einsamkeit zu fahren. Und wenn du dann ein schönes Fleckchen gefunden hast, wo du ganz alleine bist, dann willst du ja nicht nach 3 Tagen wieder weg. Und dann brauchst du halt relativ viel Wasserreserven und Lebensmittelreserven und all sowas. Und deswegen haben wir geguckt, dass wir viel Wasser dabei haben. Haben auf gar keinen Fall würden wir so eine Kassettentoilette einbauen oder so, weil die ist nach 3 Tagen einfach voll. Und haben deswegen uns schon lange für eine Trockentoilette entschieden. Ja. Mhm. Hast du auch im letzten Auto schon, ne? Ja. Ja, das würden wir auch nie wieder anders machen. Nee. Wir haben halt auch versucht, so viele Faktoren, die einen irgendwie einschränken, auszuklammern. Ja. Und da muss aber am Ende halt auch jeder irgendwie gucken, so wie ist sein, wie reist man? Ne? Ja. Will man halt auch in, also gibt es ja ganz viele, auch Freunde von uns, die zwar auch mal in die Dünen reinfahren und so, aber dennoch in den Ländern gerne auf Campingplätzen sind, weil sie halt den Kontakt zu anderen Menschen gerne haben. Und dann brauchst du natürlich nicht irgendwie so viel Wasser. Das ist ja alles Gewicht, was du mitschleppst. Das schränkt die dann halt wieder ein. Uns würde es halt einschränken, ständig irgendwo nach Wasser zu suchen oder einen festen Stromanschluss zu brauchen. Also wir haben jetzt auf dem Dach 1000 WP Solar. Damit kommen wir, denke ich mal, relativ gut aus. Wir haben vorher halt die Hälfte gehabt und sind gut ausgekommen. Mit halt Speicherkapazität, 300 Amperestunden Li-Fe-Po-Batterien und das funktioniert schon ganz gut, obwohl wir halt viel arbeiten unterwegs. Ja. Mhm. Ja. Die zwei Rechner ziehen ganz schön viel Strom und dann, aber das geht. Also ich würde mal schätzen, jetzt mit der Ausstattung, wenn es hart auf hart kommt, sind wir 4 Wochen autark. Ja. Mit dem 300 Liter Wasser und ja, Strom auf jeden Fall. Also wir sind da relativ hart gesotten, was auch Duschen angeht und so. Boah, das hat sich jetzt krass angehört. Ja, nee, aber das muss man ja auch mal offen sagen. Also wenn man längere Zeit irgendwo stehen will, dann muss man halt irgendwie, ja, ne, wie nutze ich jetzt das Wasser? Ja. Weil wir trinken das Wasser auch. Mhm. Also das sind jetzt halt nicht 300 Liter Frischwasser, sondern 300 Liter Trinkwasser. Das wird halt aufbereitet. Also im letzten hatten wir halt mit einem Keramik- und einem Aktivkohlefilter gearbeitet, um das Wasser halt auch zu trinken. Wir nutzen es zum Kochen. Und dann muss man halt schon sagen, wenn ich jetzt irgendwie 4 Wochen an einem schönen Platz stehen will, ohne mich zu bewegen, muss ich irgendwo mich einschränken.
Ja. Ne? Und dann wird halt nicht 20 Minuten hier geduscht, sondern wir können auch genauso gut jeder mit einer PET-Flasche Wasser, jetzt also nicht mit frisch gekauften PET-Flaschen Trinkwasser, sondern einfach mal umgefüllt. So als Maßstab. Maßstab. Kann man sich auch duschen. Ne? Oder also Waschlappendusche halt. Ja, also dass man sich einfach halt, ich meine, wir sind immer noch zu zweit. Wir wollen jetzt nicht immer so auf 2 Meter Abstand sein. Ne? So ist das nicht gemeint, aber dass man sich halt schon irgendwie dann auch selber einschränkt. Mhm. Genau. Ja, aber deshalb haben wir es jetzt so für uns gebaut, dass wir eigentlich halt sehr bequem 4 Wochen aushalten. Ja. Ja. Was man vielleicht auch bei den 4 Wochen sagen, weil da vielleicht jetzt auch Fragen aufkommen, wir haben einen Abwassertank mit 180 Liter. Das ist jetzt natürlich weniger als die 300, klar. Aber wir verwenden halt kein normales Spülmittel oder so. Das ist alles halt biologisch abbaubar. Genauso halt auch unsere Sachen mit Duschen. Was ich einfach auch wichtig finde. Und, ja. Wir spülen halt mit Natron oder sowas, ja. Ne, dass das da keine Probleme gibt, wenn man auch mal das Wasser wo ablässt, wo jetzt nicht eine Kanalisation angeschlossen ist oder so. Was ja häufig, also in Marokko hast du halt seltenst irgendwo, wo du Wasser ablassen kannst und das geht in eine Kläranlage oder so. Gibt es das überhaupt? Ich glaube nicht. Es gibt auch nur in den ganz großen Städten eine Müllabfuhr bis jetzt. Ne? Das ist halt so ein schwieriges Thema. Deswegen sollte man da, glaube ich, auch so drauf achten, finde ich. Genau. Ja, ansonsten technisch vielleicht der Kühlschrank läuft halt auch auf Strom. Mhm. Ist ein Kompressorkühlschrank. Also es liegen noch die Bedienungsanleitungen drin und so. Und ein Schnaps ist schon mal gut, oder? War schön. Ja, ein kleines Gefrierfach. Wir hatten im vorigen Fahrzeug das ist ein bisschen übertrieben. Ne? Also 120 Liter Kühlschrank und 50 Liter Gefrierfach. Das war Quatsch. Hm? Ja. Mit dem 50 Liter Gefrierfach. Aber das ist halt auch wieder die Sache. So 4 Wochen autark sein. Wir sind jetzt beide Vegetarier, deshalb Gemüse geht schon klar, aber kann man halt auch einfrieren. Hm. Ja, aber es tut halt auch ein kleineres Gefrierfach, haben wir zwischen steht. Auf jeden Fall. Deshalb ist es jetzt halt auch so was Kleineres geworden, weil es halt auch ansonsten echt viel Platz verschwendet. Ja, ja ansonsten Küche ist relativ einfach gehalten. Ja, wir haben halt ein ganz normales Gaskochfeld mit 2 Flammen, wie das jeder im Wohnmobil so kennt. Ja, wir haben uns wieder für Gas entschieden, trotz allem Trend irgendwie Wohnmobile gasfrei zu bauen, ist für uns immer noch die autarkste Lösung. Wir haben es aus unserer Erfahrung jetzt so gemacht, dass ich das, den Gaskasten so angelegt habe, dass ich verschiedensten Flaschengrößen reinbekomme. Weil uns ging in Marokko die deutschen Gasflaschen leer, das füllt dir da auch keiner auf. Klar kann man selber auffüllen. Ich sag jetzt nicht wie, weil. Aber dann bekommst du halt so eine verdätschte, vom LKW gefallene marokkanische Gasflasche, die passt da nicht rein. Mhm. Die hat irgendwie 12 Kilo, hat ein ganz komisches Maß. Und ja, da wir jetzt halt auch irgendwie mal vorhaben, USA und so zu machen, die wieder auch andere Formate haben, haben wir gesagt, wir brauchen da irgendwas anderes. Ansonsten reicht uns das Gas ewig aus, weil wir es halt nur zum Kochen verwenden. Ja. Wir machen damit kein Heißwasser oder irgendwas auch noch. Oder duschen. Also Heißwasser zum Kochen, aber jetzt. Ja, zum Kochen natürlich. Warm Wasser als Brauchwasser machen wir damit nicht. Ja. Ja, wie macht ihr das? Das machen wir mit Diesel. Also mit Diesel oder mit Strom. Das heißt, ihr habt eine Diesel-Standheizung, oder? Genau. Genau, ja. Eine Luftheizung. Und, also wir haben eine Planar-Dieselheizung. Super gute Erfahrungen mitgemacht. Ja. Mhm. So gute, dass wir jetzt 2 eingebaut haben. Wir hatten vorher eine 4-KW-Heizung, was enorm zu viel Leistung war. Mhm. Einfach für diesen kleinen Raum. Und bei Diesel-Standheizung ist es halt so das Problem, genauso wie bei einem Dieselmotor. Ne? Sag jetzt, wenn ich Quatsch erzähle. Aber wenn so eine Dieselstandheizung die ganze Zeit so auf kleinster Stufe läuft, dann rußt die irgendwann zu und man kriegt Probleme. Und jetzt haben wir halt 2 kleine Standheizungen mit 2 kW, was zum einen halt schön ist, weil es ein redundantes System ist.
Und wenn wir wirklich die 4 kW Heizleistung brauchen, dann schmeißen wir beide Heizungen an. Geil, auch gut. Ja. Ja, und das Wasser wird halt durch die warme Luft, die die Heizung produzieren, in einem Boiler produziert. Und falls es jetzt aber gerade so ist wie jetzt von den Temperaturen her, also deutscher Hochsommer oder auch woanders Hochsommer, haben wir eh genug Solarertrag und können mal ein bisschen was aus den Batterien rauszapfen und der Boiler kann halt auch über Strom, einfach über eine Heizpatrone warmes Wasser produzieren. Ja. Ich meine, ansonsten sieht es halt eigentlich, wenn man so Expeditionsmobile sieht, meistens irgendwie komplex aus oder so, aber eigentlich finde ich es immer gut, wenn man es einfach hält. Ne? Ja. Also wir haben jetzt zum Beispiel, kann man einfach mal zeigen, das ist noch alles nicht aufgeräumt, aber das sind einfach hier alles so rote Fleischerkisten. Mhm. Und das Schöne ist, haben wir jetzt schon festgestellt, uns ist Honig ausgelaufen. Das ist kein Problem, weil du einfach halt diese Kiste hast. Du kannst auch genauso gut mal sagen, ich habe jetzt einen Großeinkauf, ich nehme eine Kiste raus, pack die rein, fertig. Ja, das ist geil. Ja. Und es ist super günstig. Also, das haben wir im letzten Auto halt auch schon gebaut und auch der Stauraum hinten besteht nur aus diesen Kisten. Und es ist einfach, simpel und gut. Ja. Mhm. Cool. Ja. Ansonsten haben wir alles so gebaut, dass wir alles immer gut erreichen können. Hier drunter befindet sich die ganze Technik. Mhm. Deshalb sitzen wir halt auch ein bisschen erhöht. Unter meinen Füßen ist halt die Heizungstechnik, der Boiler und so weiter. Hier sind die Akkus runter und die ganze Stromanlage. Und ansonsten ist halt, also hier ist der Solarregler und der Multiplus macht halt noch 230 Volt. Man sieht, es funktioniert noch nicht alles. Viele Lämpchen sind noch aus. Aber das wird jetzt halt in den nächsten Tagen passieren. Ne? Mhm. Ich bin jetzt kein Elektriker und habe davon auch wirklich null Ahnung. Das glaube ich dir nicht. Doch. Aber, wir haben da beide keinen. Ja, aber nach dem letzten Fahrzeug, was wirklich ein bisschen chaotisch gebaut war. Und du hast viel gelernt darüber, finde ich. Ja, hat man einfach aus den Fehlern auch gelernt. Ne? und da war es einfach, finde ich, super wichtig, wenn man schon keine Ahnung davon hat, dann sollte es aber aufgeräumt aussehen, dass man irgendwie schnell einen Überblick bekommt. Ja. Ne? Ja. Ja. Ich habe viel mit Multiplex-Platten gearbeitet, ne? Weniger Pappe-Sperrholz oder wie ist das so vom Gewicht? Hier ist keine einzige Multiplex-Platte verbaut. Mhm. Und kein Pappe. Und kein Pappe. Auch kein Pappe. ich nenne jetzt mal eine Marke, das Holz heißt, ist Banova-Holz. Mhm. Das ist ein Balsa-Sperrholz. Ein Balsa-Sperrholz. Okay. Also ich kann euch mal einfach ich gebe dir mal so eine Platte jetzt in die Hand. Oh, ist die leicht. Und das ist das Beschichtete, wow. Das ist das Schwere. Ja. Das ist halt wirklich das Schwere. Mhm. Wir haben hier insgesamt inklusive der Wände, ich glaube es waren 300 Kilo an Holz verbaut. Boah. Nachteil, man muss halt bedenken, wenn man so leicht baut mit dem Holz, ist, dass man sich gute Verschraubpunkte dahinter machen muss, weil man da die Schrauben loddeln sau schnell aus. Also leichtes Holz ist halt auch direkt weiches Holz. Ja. Wir haben in der Decke, also wir haben ja hier viele Deckenschränke, in der Decke, in der Dämmung sind doch Multiplex-Platten einlaminiert. Sorry. So, Streben. 9 mm, ganz schmale Streben, eingeklebt, darüber nochmal Dämmung und da kann ich halt richtig reinschrauben. Ansonsten ist alles geklebt. Mhm. Ja, also auch die Wände oder der Schrank, das ist alles komplette alles geklebt. Boxes geklebt. Also ja. Ja. Ansonsten haben wir eigentlich nur noch, ihr steht ja gerade in der Dusche, dann haben wir noch dahinter das Klo. Dreh mich mal rum. Ja, also hier steht man jetzt ein bisschen erhöht. Für unsere Größe geht das. Ja. Man steht erhöht, weil man direkt auf dem Abwassertank duscht. Mhm. Auch halt aus Platzgründen. Die Duschtasse ist in den Abwassertank mit integriert. Und ja, das ist halt platzmäßig einfach super. Ne? Und wenn man es schon ins Fahrzeug reinbauen will. Ja, wir haben genau. Letztes Mal hatten wir das Abwasser unterm Fahrzeug. Wir wollten es aber dieses Mal ins Fahrzeug bauen, weil es dann einfach nicht einfrieren kann oder sowas.
und wir das, den Koffer bei Bedarf ganz einfach ohne irgendwelche Anbauten von dem Fahrgestell runternehmen könnten und auf ein anderes draufsetzen. Ja. Oder auch autark aufstellen, als Tiny House stellen oder so. Und dann muss da nichts unten drunter wieder angebaut werden. Genau, also außerhalb haben wir eigentlich keine Anbauten, die nicht so wieder abbaubar sind. Da ist nichts fest mit oben unten verbunden, außer der Gaskasten. Der ist aber so modular, dass ich den überall hinpacken kann. Das war uns einfach wichtig, da wir beim letzten Fahrzeug gemerkt haben, wenn irgendwann mal so viel repariert wird, das Ende ist, will ich aber den ganzen Invest von der Box trotzdem behalten. Ja, ansonsten ist jetzt wird es klein. Ich kann hier die Tür schließen. Noch nicht wirklich, weil hier noch der Verschluss fehlt. Aber dann habe ich ein riesiges Bad. Ich mein, wir können jetzt ja mal beide hier reinquetschen. Ah, okay. So, dann habe ich halt hier ja, die Mini-Wellness-Oase. Wir haben das kleinste Waschbecken gekauft, was man irgendwie bekommen könnte. Weil letzten Endes ist es eh nur zum Zähneputzen oder mal halt die Hände waschen. Ja, hier drunter. Also wir haben alles dann hier vorne im doppelten Boden. Hier ist dann halt die Wasser- und Abwassertechnik, bei der man halt auch sieht, dass es noch nicht funktioniert, weil ansonsten wäre hier alles unter Wasser. Da fehlen noch zwei Anschlüsse. Aber es ist so gebaut, dass da, wo der JB jetzt gerade steht und filmt, ist die Dusche. Das Wasser, was aus der Dusche abläuft, geht nicht direkt in den Abwassertank, weil wenn ich ansonsten Schräglagen hätte, wird das Wasser wieder rauskommen. Es läuft in eine Hebepumpe aus dem Bootsbereich und die pumpt das dann in den Tank rein. Boah, das Fenster zu. Super klein auch gehalten, die Trockentrenntoilette. Das ist ein einfacher Selbstbausatz. Ja. Ja. Und mehr gibt es eigentlich schon gar nicht mehr zu sehen. Ja. Das gibt noch einen Durchgang zum Fahrerhaus dann, ne? Genau. Das steht noch an. Also wir müssen noch mal eine Woche in die Werkstatt und dann ist das auch erledigt. Und das ist Panorama. Ach ja, genau, das hier. Ja, genau, das könnten wir aufmachen. Das ist auch noch so ein Bauabschnitt, ne, der noch nicht fertig ist. Okay. Also aufmachen können wir es zwar schon, aber es fehlt halt noch an beiden Seiten Dämpfer, die das dann halt oben halten. Das war so einer der Kompromisse, weil in unserem vorherigen Ausbau war es so, dass die Sitzecke, wenn man da saß, konnte man die Haustür offen lassen. Und auch wenn man drin gearbeitet hat, weil man draußen nicht gut was sieht auf dem Rechner oder so, hatte man trotzdem so einen Kontakt nach draußen und so ein Draußengefühl. Und da ich das jetzt durch die Dusche im Eingang nicht mehr bekommen habe, war meine Grundvoraussetzung, dass ich eine Panoramaklappe bekomme. Und die habe ich sehr gekämpft. Micha wollte die nicht. Aber so müssen halt beide Kompromisse machen. Und er hat da lange für getüftelt, mir die zu bauen. Und ja, jetzt können wir, wenn die Aufsteller dran sind, bald hier die Seite. Ja, also was soll ich außen noch erzählen? Es ist, man sieht jetzt das, was ich vorhin gesagt habe, dass das mal eine Mannschaftskabine war. Also das Fahrerhaus ging eigentlich halt mal bis hier. Das wurde dann halt eingekürzt, weil wir so viel Platz einfach nicht brauchen. Was bei so einem Fahrzeug als erstes immer auffällt, sind halt so diese riesen Reifen. Das gibt uns halt echt schön viel Traktion, auch im Sand. Wir können den Reifendruck auch absenken, das kann ich euch gleich mal auf der anderen Seite zeigen, um dann halt ja, noch leichter voranzukommen. Wir haben so ein langes Fahrerhaus gewählt, damit wir zum einen halt bequem sitzen können, weil man kennt das eigentlich sonst nicht, aber bei LKWs, die halt hier aufhören, sitzt du immer so gerade. So können wir uns auch mal ein bisschen halt zurücklehnen. Und ich kann auch mal vorne aufmachen, denn wir haben insgesamt in dem Fahrzeug 5 Schlafplätze. Wir haben hinten das normale Bett, dann noch die Sitzgruppe, wo wir drin waren, die wir absenken können zum Bett. Und hinter den Sitzen ist nochmal eine Matratze. Ah geil, mit Gästezimmer. Genau. Das ist ja geil. Das hätten wir schon ein paar Mal sehr gut gebraucht und deswegen wissen wir das dieses Mal echt zu schätzen, dass wir einfach auch noch einen Gast warm einquartieren können. Auf jeden Fall. Das ist gut. Ja, das stimmt. Ja,
Ansonsten ganz wichtig der Bierflaschenöffner. Genau, hier kann ich vielleicht mal den Gaskasten zeigen, wovon ich vorhin noch gesprochen habe. Das ist einfach halt nur eine Staukiste. So. Da ist jetzt nur eine 5-Kilo-Flasche drin. Da passen aber halt auch zwei 11-Kilo-Flaschen rein. Das ist einfach halt so verzurrt, dass wir da halt von der Größe her echt flexibel sind. Mit einer Zurschiene. Und ansonsten ist es halt ganz normal mit dem Gas, mit dem Rohr verlegt. Ja, das ist unser kleiner Tank. Also den nutzen wir eigentlich halt hauptsächlich für Europa, um halt auch das Gewicht niedrig zu halten. Das sind 200 Liter. Ich glaube ein bisschen mehr, 220 oder so, aber verkauft wurde es mir jetzt 200 Liter. Und auf der anderen Seite haben wir nochmal einen 400 Liter Tank. Ja, also 600 Liter, damit kommen wir knapp über 3000 Kilometer. Und können eigentlich, sagt man immer so, boah, wer tankt denn 600 Liter? Aber am Ende ist das unsere Spardose. Also wir tanken halt in günstigen Ländern oder halt auch, wenn es mal teuer ist, an günstigen Tankstellen zumindest. Bunkern da halt viel und können halt dann teure Länder einfach durchfahren. Fertig. Ja. Also, da lohnt sich dann auch mal so ein Zwischenstopp in Luxemburg oder so, wo es dann was günstiger ist. Ja, ich hatte eben auch gesprochen, dass wir unterwegs halt auch den Reifendruck senken können. Wir haben hier eine Reifendruckregelanlage, wow. Wo ich einen angezeigten, voreingestellten Druck habe und kann dann, ich habe überall hier so an den Reifen so kleine Depots und kann über einen Schnellverschluss einfach hier ans Ventil dran gehen. Und der Reifendruck wird abgelassen oder halt direkt aufgepumpt. Da wir einen LKW haben, haben wir eh einen Kompressor, weil die Bremsanlage halt auch Luft benötigt. Wenn ich eine Sperre einsetze, wird Luft benötigt. Ja, und deshalb habe ich eh Luft an Bord. Ja, und das Schöne bei der Anlage ist halt einfach nur, dass es alles schneller geht. Also ich brauche ansonsten für so einen Reifen, wenn ich das alles einzeln aufpumpe mit dem normalen Kompressor und normalen Ventilen, eine Dreiviertelstunde, bis alles wieder so auf Straßenniveau ist. Und so bin ich in 15 Minuten fertig. Mhm. Ja, hier sind unsere LKW-Batterien drin, also die Starterbatterien ganz normal. Die sind nochmal getrennt. Und hier, da muss ich jetzt tatsächlich den Schlüssel mal suchen. Hier hat man dann mal so einen Eindruck, wie groß der Stauraum ist und warum das Bett eigentlich halt so hoch gesetzt ist. So, ich habe jetzt, also man sieht eigentlich nur vier Körmel gerade, aber hier sieht man schon mal die Wassertanks, die Frischwassertanks, mhm. 250 Liter Tanks. Wir haben zwei Tanks genommen, weil wir halt, wenn einer leer ist, dann tanken wir den schon mal auf und haben aber noch den anderen. Und wir hatten halt auch schon den Fall, dass wir an einem Brunnen Wasser getankt haben in der Wüste und dann später erst festgestellt haben, es war Salzwasser. Dann ist es gut, wenn man noch einen anderen Tank hat, wo noch was drin ist. Ja, aber das ist jetzt echt hier ein Meter, wo ich wirklich viel Platz einfach habe. Und gerade da wir halt drin leben, ist da alles drin. Da sind auch noch die Winterklamotten drin. Ja. Und ich denke mal, wenn man nicht im Fahrzeug lebt, ist da genug Platz für Spielzeug. das hier ist noch so ein weiteres, ja, Gimmick eigentlich nicht. Man denkt jetzt erst so Riesenreifen und Bodenfreiheit und hier wird dann alles irgendwie zugrunde gemacht. Das ist ein Unterfahrschutz. Bei LKW ist einfach Pflicht, weil wenn mir hinten mal eine Familie reinrast, also das möchte ich nicht haben, dass sie dann bis zur Achse durchgeschoben werden. Das ist einfach halt ein sicherheitsrelevantes Teil. Ich habe aber halt die Möglichkeit, hier anhand von Schnellverschlüssen das Ding auf das Niveau zu setzen. Und wenn ich Offroad unterwegs bin, brauche ich den Unterfahrschutz nicht. Ja, unser Ersatzrad. Wir haben hier einen Kran, wo wir einen Kettenzug einsetzen, um den runterzubringen oder raufzuziehen. Mit dem Kettenzug ist das relativ einfach, weil ansonsten so ein Ding wiegt 150 Kilo und das kannst du nicht mal eben irgendwie hoch und runter packen.
Ja, das war es eigentlich schon. Ach so, vielleicht präsentiert das meine Frau, weil es ihr Wunsch war. Hallo? Ja, ja. Du wolltest ja unbedingt so ein Außenpodest haben. Ja. Ja, also das Podest ist auch eines der Dinge, die mein Mann nicht unbedingt bauen wollte, weil er gesagt hat, ist so viel Arbeit für ganz wenig Nutzen. Und ich habe gesagt, ist doch total geil, so ein Ding da vor der Tür. Und es hat sich jetzt schon am ersten und zweiten Tag mehr als bewährt, ne? Ja, da muss ich recht. Wir haben eine gemütliche Sitzmöglichkeit zu zweit draußen, kann man schön hier flanieren, ohne irgendwie Stühle rauszuholen. Und am ersten Tag waren auch gleich schon ganz viele Leute hier und haben uns besucht, Freunde, und da konnte man das super als Theke nutzen. Und ist, glaube ich, doch gut, dass wir es gebaut haben, ne? Ja. Das war. Letzten Endes, wir haben es nicht gebaut, und ja, ein ganz fettes Dankeschön an den Clemens. Ja, absolut. Also wir haben zwar viel selber gemacht, aber Aluschweißen. Da hatten wir Hilfe für solche Sachen. Da braucht man dann schon echt irgendwie gute Freunde und ja. 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 Es gibt eigentlich nur grobe Ziele. Ne? Ja. Sagen können wir da noch gar nichts, weil am Ende sagt jeder irgendwie, er hat gelogen, weil sich halt immer wieder ändert. Ja, bei uns ändert sich das innerhalb von 8 Tagen 3-mal, ja, wo es als nächstes hingeht. Ja. Letzten Endes haben wir das Fahrzeug eigentlich gebaut, um alles zu sehen. Ja. Die ganze Welt. Ja. Ja. Also ja, im Laufe der Jahre werden wir einmal rumfahren. Ja. Also jetzt ist erstmal so, ich sag mal, das nächst langfristige Ziel die Amerikas. Ja. Da werden wir uns jetzt mehrere Jahre aufhalten. Wir sind am Überlegen, wann genau wir verschiffen. Wahrscheinlich im Frühjahr. Aber wer weiß. Bitte nicht drauf festnageln. Und wenn wir dann unten angekommen sind in Südamerika, kann sein, dass wir nach Südafrika verschiffen. Kann auch sein, dass wir wieder hochfahren, weil es geil war. Ja, also keine Ahnung. Man weiß es nicht. Ja. Das wird sich unterwegs ergeben. Ja, wir haben auch einen YouTube-Kanal. Wir haben unterwegs.de. Ich weiß nicht, vielleicht kann der JV das einblenden. Oder unten verlinken oder so. Ne? Ja, klar. Also da werden wir die Reisen auf jeden Fall komplett dokumentieren. Und, ja. Ja. Ja, wir haben jetzt zuletzt mal eine längere Pause gemacht. Weil die Videos ja auch halt, das wirst du ja auch wissen, ziemlicher Aufwand sind. Aber werden auf jeden Fall halt die Reisen dokumentieren. Ja. Und weil wir finden es einfach auch wichtig, wenn man die Zeit hat und sowas auch macht, auch Erfahrung weiterzugeben. Mhm. Das ist eigentlich das, womit wir den YouTube-Kanal so gestartet haben. Ja. Auch am Anfang, als wir so das erste Auto ausbauen wollten, waren wir so froh über jeden, der uns in sein Fahrzeug hat reingucken lassen. Weil wir keine Ahnung hatten. Wir hatten echt null Idee, auf was man achten muss, wie es geht, was für Materialien und so. Und wir sind immer zu so einem, also 2-3 Jahre vorher zu einem Globetrotter-Treffen gefahren, wo so selbst ausgebaute Wohnmobile viel vertreten sind. Und waren um jeden froh, der gesagt hat, ja komm, kannst mal reingucken. Ja. Und dann haben wir gesagt, ah ja, wir kennen jetzt plötzlich so viele Leute. Wenn die uns mit der Kamera da reingucken lassen würden, könnten wir das ganz vielen anderen Leuten auch zeigen. Ja. Und deswegen haben wir angefangen, auch irgendwie so Roomtours zu drehen und so in anderen Wohnmobilen, und so hat sich das eigentlich ergeben. Genau. Ja, das ist eigentlich das jetzt so im Analogen, was eigentlich halt auch ansonsten extrem gut ist, wenn man sowas starten will. Also bei Facebook, ne, zur eigentlichen Frage zurückzukommen, gibt es jetzt auch unter gleichen Namen. Aber da gibt es halt auch ja super viele Gruppen zu Selbstausbausachen oder halt im Fahrzeugleben und so. Und vernetzen ist einfach alles. Ne? Ich war nie irgendwie im Job der große Netzwerker. Mhm. Aber jetzt im Privaten gemerkt, dass es einfach
Gold wert. Es ist Gold wert, ja. Und du lernst so viele geile Leute kennen. Ja. Und wer so nach Informationen sucht, irgendwie was so Ausbau und Ausbautechnik und Gedöns angeht, das versuche ich so nach und nach alles auf unserem Blog wiederzugeben. Ja. So die ganzen Erfahrungswerte und was sich bewährt hat, was sich nicht bewährt hat und ja. So. Eure Community, kennt ihr die ein bisschen? Habt ihr die ein bisschen kennengelernt? Ja. Ja. Da haben wir Gott sei Dank viele Kontakte zu, die wir auch persönlich kennen und schon getroffen haben. Und ja. Da freuen wir uns auch echt immer riesig. Auch wieder hier auf der Messe kommen wieder ganz viele Leute und sagen, oh, ich schreibe immer die und die Kommentare und so. Und da freue ich mich total, weil ich weiß, oh, du bist das dann und so. Das ist total schön. Ja. Und das mögen wir auch sehr gerne, weil man lädt dann nicht ein Video oder so für so eine anonyme Masse hoch. Mhm. So für so ein paar Profilbildchen, sondern man weiß halt, oh, der Henry guckt vielleicht auch wieder zu und die Family ist wieder dabei oder so. Und das macht am meisten Spaß, ja. Finde ich, wenn du so einen persönlichen Kontakt pflegst zu den Leuten. Und das versuchen wir so gut, wie es geht. Es geht natürlich nicht mit allen. Wir können nicht alle besuchen oder besucht werden von allen oder so, aber mögen wir schon sehr. Ja. Das kenne ich auch. Genau. Wie seid ihr denn vor 10 Jahren gereist? Vor 10 Jahren? Oder vor 8 Jahren? Oder? Ich in meinem T3. Ich in meinem Vectra Fleececk. Mit einer Matratze drin. Okay, du hast also auch mal mit so einem Minicamper angefangen. Ja, was heißt Minicamper? Also so professionell würde ich es da gar nicht nennen. Irgendwie das war einfach echt nur eine Matratze mit vielen Rückenschmerzen verbunden. Unseren allerersten Roadtrip haben wir zu zweit mit 2 Autos gemacht. Ja. Sind Kolonne gefahren. Ja. Oh, wir wollten uns eigentlich nur in ein paar Punkten treffen. Mhm. Hat aber nach 3 Tagen schon nicht mehr funktioniert, sind hintereinander hergefahren. Ja. Und danach dachten wir uns, ja, es reicht auch ein Auto. Ja. Und seitdem sind wir in einem Auto unterwegs. Ja. Der nächste Roadtrip war dann auch schon die Hochzeitsreise. Also. Ja.